So, dann gucken wir mal kurz. Ah ja, genau. Durch die Druckplatte ist jetzt der Teleporter da aufgegangen. Den nennen wir mal D. Und ja, wie es den Anschein hat, gibt es in diesem Dungeon doch ein paar mehr Teleporter. Und wir kommen dahinter raus. Na gut. DA1. Und E. Ja, definitiv viele Teleporter. Mal gucken, bis zu welchem Buchstaben wir kommen. So, keine Monster hier. Und keine Kisten. Und wieder ein langer Gang mit Säulen. Oh, wer bist denn du? Oh, die kenne ich doch. Das ist die aus dem Intro. Also es ist eine von den Helden, die man wählen konnte, glaube ich. Die Fernkämpferin, die erschossen wurde. Ja. Könnt ihr sprechen? Bogenschützen, Geister, wir haben versagt. Wir? Wer teilt euer Schicksal? Nalu, ich weiß nicht wo. Wir wurden getrennt. Ihr verlasst diesen Ort besser. Nalu, die andere Frau aus dem Palast? Ja, wir haben zusammen gekämpft. Wisst ihr, wo sie ist? Tot, lebendig, in Gefangenschaft, ich weiß es nicht. Ihr seid noch am Leben. Ihr müsst weitermachen. Für Nalu und für mich. Das werde ich. Okay. Und wir haben den ersten Helden gefunden. Wie viele gab es jetzt am Anfang? Es gab ihn in der Mitte. Dann gab es links und rechts einen. Also einmal die Bogenschützin, sie. Dann die farbige Kriegerin. Dann den kleinen Magier und den Gnomen. Also insgesamt fünf. Das heißt, wir müssen noch drei finden. So, E, F. Da gehen wir aber erst später rein. Das sieht wie ein Ausgang aus. Jetzt schon. Gehen wir mal kurz durch und gucken, wo wir ankommen. Ach, das wird die Toten... Ja genau, die Totenstadt sein. Und man sah ja schon auf der Karte, dass der Tempel da ist und hinter dem Tempel so eine Grabanlage. Aber nee, hier wollen wir noch nicht rein. Wir wollen erstmal schön den anderen Dungeon zu Ende machen, sonst wird das zu unübersichtlich. So, also, dann springen wir doch mal in F rein. Von hier zum Tempel ist es nicht weit. Ein Teleport kostet kaum Zeit. Okay, schreiben wir hier kurz Totenstadt hin. Totenstadt. Und der da soll zum Tempel führen. Wir sind doch im Tempel. Also meint er wahrscheinlich den Eingang des Tempels. Gucken wir mal. Ja. F, A, es war doch F, ne? Ja. Haben wir Pergament? Leeres Pergament. Okay, fragen wir ihn nochmal, was Neues. Was kannst du mir über den Kriegsherrn sagen? Und? Als Feder weiß ich nur wenig über die Dinge der Außenwelt. Ich habe die Schreie meiner Meister vernommen. Sie verfluchten den Kriegsherrn noch im Tode, bevor sie in Monster verwandelt wurden. Das Heer des Kriegsherrn plünderte den Tempel und marschierte dann weiter in Richtung des Turms im Osten und der Totenstadt. Ich weiß nicht, welchen Schaden sie dort angerichtet haben. Also Totenstadt, da waren wir ja gerade eben, aber welcher Turm im Osten? Na gut. Oh, wir können ja mal kurz rausgehen und gucken. Na. So, Außenweltkarte. Also, wir sind jetzt im Tempel des Mondes. Sie marschierten durch die Totenstadt. Das glaube ich irgendwie nicht, denn dahinter ist nichts. Und Turm im Osten? Die meinen jetzt aber nicht die dunkle Laterne, oder? Die dürfte man von hier aus nicht wirklich sehen können. Vielleicht meinten sie Norden? Ich glaube, Norden macht mehr Sinn. Dann wären sie durch die Totenstadt irgendwie doch hier rüber und dann zur Burg des Bösen. Das sieht mir schon eher aus wie ein Turm.
Außer, dass es irgendwie falsch gezeichnet, aber ich glaube nicht. So eine Art Säule und obendrauf ein Turm. Den Feuerberg waren wir auch noch nicht. Amboss der Dämmerung, also Anvil of Dawn, nachdem das Spiel benannt wurde, da werden wir wahrscheinlich erst ganz am Ende hin müssen. Da ist der Eingang über so eine Eisschollen, also durch den Feuerberg müssen wir davor. Dafür wahrscheinlich in die Burg des Bösen. Also drei Dungeons haben wir da noch. Und hier Auge der Erde. Da waren wir auch noch nicht drin. Sieht so friedlich hier unten aus. Mit den Dörfern und der Mühle und was weiß ich. Ja, nicht ablenken lassen. Also. Keine Ahnung, welcher Turm gemeint war. Aber wir gehen jetzt auch mal wieder rein. Da ging es doch rein, oder? Jo. So, und jetzt gucken wir mal, wo der Stein links rum lang rollt. Mann, meine Zunge klebt schon wieder am Gaumen, das gibt's gar nicht. So, da geht's nicht lang. Hier geht's rein. Und da schreit auch schon was. Genau, du, das ist das Ding. Aber ich mag den Dungeon so weit. Man muss nicht ganz so viel kämpfen. Weil bei den anderen Dungeons war es ja immer so, einen Schritt gehen, zwei Monster töten, einen Schritt gehen, zwei Monster töten. Und so musste man recht häufig pausieren und konnte nicht wirklich schön in Ruhe erforschen. Goldener Angstschlüssel und ein leeres Pergament. Das ist hier schon wesentlich angenehmer. Nur ab und an mal ein Monster und sonst kann man sich schön die Umgebung angucken, Truhen plündern, Steinen ausweichen. Ah, ne, gehen wir mal woanders lang. Na komm, gib um. Noch ein leeres Pergament. Wir haben hier schon zwei auf Vorrat. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass das... Oh. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass die Feder nicht mehr allzu viel zu sagen hat. Ah, so ging es doch. Aber können wir nachher mal gucken. Da ist ein Schalter wahrscheinlich für die Tür. Und hier ist ein Schalter für... Ein Teleporter. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei F, ne? Ne, da ist G, aber wir waren bei G noch nicht drin. Und dann ist das hier H. Boah, wir sind schon bei H angekommen. Mann. Also ohne die Minimap wären wir richtig aufgeschmissen. Dann hätte ich erstmal von Hand eine Karte zeichnen müssen. Und dann da die ganzen Teleporter reinkritzeln und wo sie hinführen, was weiß ich. Das wäre ein totales Chaos geworden. So, schauen wir mal hier rein. Also wir hatten vorhin ja schon einen Raum gefunden gehabt, wo irgend so ein besonderer Charakter drin hausen soll. Aber das war eine der dreien. Also müsste es noch zwei weitere Räume geben. Wie war der Raum eigentlich geschützt? Blaues Ding. Ich glaube, hier war dieser besondere Raum. Aber wir haben ja gerade diesen goldenen Schlüssel gefunden. Ah, blaues Ding musste man da reintun. Ja, unser goldener Schlüssel sieht nicht aus wie ein blaues Ding. Gucken wir uns also weiter um. Und ich hätte nicht sagen sollen, dass wir nicht so viele Monster sind. Hm? Jetzt kommen wir in jede Ecke. Wir sollten uns zwischendurch auch mal wieder hochheilen. So. Ha, und irgendwo höre ich hier auch dieses blaue Feuer knistern. Was haben wir da? Diese komischen Schwäne, die den Weg blockieren. Na super. Hier sehe ich aber nirgendwo Feuer auf dem Boden. Und einen Schalter, der nichts macht. Okay, den klicken wir mal zurück. Und markieren wir hier erstmal. Ich drücke keine Schalter, bevor ich nicht weiß, was sie machen. Oh. Okay. Schnell weg vom lauten Feuer. Drei hochgeehrte Mönche gibt es in diesem Tempel. Hier lebt Letatus Filio. Letatus.
Ups, das war das Falsche. Letatus Filius. Das Kind. Also hier ist einer der drei hochgeehrten Mönche. Und da ist der andere Mönch. Und alle brauchen diese blauen Schlüssel. Testen wir einfach mal ganz kurz, ob unser Gold... Das muss der falsche Schlüssel sein. Nee, unser goldener Schlüssel ist nicht blau. So. Da ist der Schalter, der wahrscheinlich hier das Feuer irgendwie auslöst oder dergleichen. Das heißt, da wollen wir nicht drauf drücken. Jedenfalls vorerst nicht. Und die Falle hatten wir auch schon lange nicht mehr. Also allgemein hatten wir nicht so... Oh, ein blauer Schlüssel. Allgemein hatten wir letzte Zeit wenig Fallen, die einfach nur Zaubersprüche sind. Wie die fliegenden Fäuste oder halt der Wirbelwind. Wie im Starter-Dungeon. Aber was ist denn blau? Blitz mal 2. Das heißt, hier wird der Blitzschaden verdoppelt oder ist es einfach nur die Falle, die angezeigt wird? Na egal, wir gucken mal in die Kammer des geehrten Mönches Filius. Irgendwas. Stein des sicheren Überquerens. Der ist bestimmt für die Brücke. Wie viel wiegt der? Nichts. Gut, gut. Und ein goldenes Fleischsymbol. Das ist immer praktisch. Und wir haben schon wieder kein Schild in der Hand. So. Noch mehr Feuer. Nee. Geh mal weg. Ah. Wo ist unser Zauberblock? Da ist unser Zauberblock. Schwupp. Die Druckplatte scheint das irgendwie auszulösen. Ein Seelenhaus? Was zur Hölle? Ja, das ist auch ein Haus. Wenn auch ein komisches Steinhaus. Na gut, wir schleppen jetzt ein Seelenhaus mit uns rum. Das kann man bestimmt benutzen, aber ich weiß noch nicht wo, also will ich es noch nicht drücken. Obwohl, wir können einfach mal abspeichern. Speichern, zack. So, Seelenhaus. Können wir in der Hand halten und können wir nicht benutzen. Na gut. Schild wieder ran. Brauchen wir für unsere Truhe irgendwas, was einer Seele ähnelt? Wir sollten langsam echt mal ins Tagebuch gucken. Also, brauchen wir nicht. Falsche Richtung. Nee, es ist alles noch zum Tempel und zu den anderen Dungeons, wo wir bisher waren. Ich will ja eigentlich nur die Liste haben von Dingen, die wir für die Truhe brauchen. Boah, haben wir schon viel gemacht. Nee, 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 nee. Ah, ein Opfer aus Erde müssen wir finden. Baum des Bösen, das Holz haben wir. Essenz des Drachenbernsteins haben wir auch. Herz aus glänzendem Stein haben wir auch. Das ist dieser pinke Stein. Dass die Truhe mit den Kräften unbesiegbaren Eisens gebunden werden muss. Eiserne Fessel, die haben wir auch, die ist vom Titanen. Und das war's. Opfer aus Erde. Was könnte das Opfer aus Erde sein? Es soll die Macht haben, die Teile zu verbinden. Und auch das Opfer der Erde. Ah, die Seele eines toten Helden brauchen wir. Ja, schön. Dann werden wir damit wohl in die Totenstadt müssen und einen Held finden. Oder die eine Heldin, die hier noch ihr Unwesen treiben soll. Und dem dann die Seele klauen. Das Ding hätten wir mal haben sollen, als wir die andere Heldin gefunden haben, also die Fernkämpferin. Vielleicht hätten wir ihre Seele dann auch schon klauen können.
auch wenn das nicht sehr nett klingt. Hey du, du hast dein Leben gegeben für dein Land, willst du nicht auch deine Seele geben? Wie wär's? Oh, da haben wir Glück gehabt. Quietsch, quietsch, quietsch. Ja, hier sind Monster in der Nähe. Oh, ein goldener Schlüssel. Den haben wir doch irgendwo. Da. Guck mal, was hier ist. Podeste, Podeste, noch mehr Podeste. Ups. Ah, ein Schrein, sehr schön. Wo kamst du denn her? Immer diese Ninja-Tentakel-Monster. Und noch ein blauer Schlüssel. Schön, schön. Brauchen wir nur noch einen. Auch wenn wir noch nicht wissen, wo der dritte hochgeehrte Mönch ist. Aber der braucht bestimmt auch noch einen blauen Schlüssel. So, jetzt aber wieder mal abspeichern. Zack, zack, zack.